Der Heavy hat mich gespottet da. Wäre ich ein paar Sekunden später aufgegangen, wäre ich jetzt auch nicht tot, aber wäre, wäre, hätte, hätte und so. Hätte, hätte Fahrradkette und so, ne? Ja, Speereinsatz ist geil. Haben die gut gemacht, Alter. Habe ich ja auch gesagt. Da kann man schon mal testen, wie die Maps sind. Kann man seine Meinung dazu abgeben, ohne sich jetzt extra noch ein Dings runterzuladen. Na, wie hieß die Scheiße da? Dieselbe Map, aber von der anderen Seite. Lol. Soll ich rüber wechseln? Ja. Komm mal mit, wir gehen durch die Mitte, Alter. Vielleicht sogar eine bessere Idee, oder? Ja, die helfen sich gegenseitig, ne? Ist klar. Ja, optimal, Junge. Jetzt stecke ich hier aber ein bisschen in der Scheiße, wa? Von vorne kommt ein Objekt 268er, von da links kriege ich Kreuzfeuer. Na. So, mitfahren, mitschießen war mal wieder nicht drin, oder? Ja, ist ein bisschen schwer hier in der Mitte, ne? Gibt's Kreuzfeuer ohne Ende, Alter. Vor allen Dingen, wenn du so Leute hast, ne, die nicht mitfahren und nicht mitschießen, Alter. Dann hast du die Arschkarte.
Leopard, TVP, EWR, Centurion, alles am Gammeln, Alter. Keiner fährt vorwärts. Ja, hast du die Arschkarte. SDRV sitzt ganz hinten bei der Arti und schläft. Jo, brutalster Typ auf jeden Fall der hier, Alter. Ich weiß nicht, was dem seine Mission da ist. Der kitzelt, der kuschelt gerade mit der Arti irgendwie ein bisschen rum. Keine Ahnung, was seine Mission ist. Er wird es wohl besser wissen. Nee, du, mit solchen Mediums als Zugpartner kannst du das Ding knicken. Nee, du, die restlichen Mediums fahren alle nicht mit, ne? Hier sind zwei Leute am Pushen, der Rest ist nur am Gammeln, Alter. Absolut keine Bewegung von unseren Mediums. Guck, wie die zu dumm sind, diesen einen Objekt da rauszuholen, oder? Absolut erbärmlich, Alter, wirklich. Unsere IS-4 auch kein Bock, oder?
Ja, sehr spannende Runde. Sehr, sehr spannende Runde. Muss man an der Stelle aber auch sagen. Sehr, sehr, sehr spannende Runde. So, da ich keinen Bock habe, einen EBR auf so einer riesen Map zu jagen, gehe ich cappen. Der war auch noch gar nicht gespottet, also Gott weiß, wo der ist. Sehr, 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 sehr geile Runde. Da sieht man, dass solche Maps dazu beitragen, dass die Spielqualität nach oben geht und der Spaßfaktor, ja, weil du tausend Möglichkeiten hast, überall in der Mitte Hügel, dann Vertiefung, Flussbett, hier rechts Häuser, dort Pflanzen, hier Stadt, hier, du hast tausend Möglichkeiten, ne? Also geile Map, wirklich, die Map gefällt mir sehr, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, wirklich. Sehr gut gestaltet diese Map, muss man sagen. Du hast in der Mitte überall Möglichkeiten, rechts hast du Möglichkeiten, links hast du Möglichkeiten. Jeder Panzer kann irgendwas machen. Der Scout, der Medium, der TD, der Heavy, jeder hat seine Position. Jeder kann irgendwo seinen Beitrag leisten, ne? Also geile, spannende Runde jetzt auch am Ende. Geile Runde, Alter, geil. Ja, oder? Was sagt ihr dazu? Also ich finde die Map richtig geil. Ultra geile Runde. Aber die Umfrage habe ich jetzt keinen Bock zu machen. Das mache ich später, ja. Wobei, ich mache die Umfrage jetzt, komm. Haben wir es hinter uns. Sehr gut gefallen.